Das perfekte Sushi. Japan ist verrückt nach Fisch. Je frischer, desto besser. Der älteste Drei-Sterne-Koch der Welt. Immer noch auf der Suche nach dem perfekten Sushi. Tokios exklusivste Restaurants. Mehr Michelin ist nirgends. Japan besteht aus beinahe 7000 Inseln. Das Land hat 127 Millionen Einwohner auf einer Landfläche von der Größe Deutschlands. 73% davon sind unbewohnbar. Deshalb konzentriert sich die Bevölkerung auf die Küstengebiete. Fischerhäfen finden sich überall, wie hier auf der südlichen Hauptinsel Kyushu gegenüber Südkorea. Obwohl die Fischzucht immer wichtiger wird, stammen noch immer über 2/3 der Bestände aus Wildfang. Über 400.000 Fischerboote sind registriert. Vom Reaktorunglück in Fukushima sind die meisten Fischgründe nicht betroffen. Und trotz aller Katastrophen, essen muss der Mensch weiterhin und das Leben in Japan geht weiter. Ungefähr 8% des weltweiten Fischfangs werden in Japan eingebracht. Kein Wunder, isst doch jeder Japaner im Schnitt 200 Gramm Fisch pro Tag. Der Bedarf ist so groß, dass er sich nur mit zusätzlichen Importen befriedigen lässt. Frisch muss er sein, der Fisch. Und deshalb sieht man häufig Tankwagen, die Fische lebend transportieren. Im Restaurant werden sie erst dann aus dem Wasser gezogen, wenn ein Gast sie bestellt. Die Tintenfische können ihre Farbe ändern. Die Aufregung lässt sie rot werden. Roher Fisch ist zusammen mit Reis das Leibgericht der Japaner und ist überall erhältlich. Sashimi nennt man in Japan frischen, rohen Fisch, gekonnt in feine Scheiben geschnitten. Und wie immer in Japan wird auf die optische Präsentation großen Wert gelegt. Auch in einem einfachen ländlichen Lokal wie diesem. In solchen traditionellen Lokalen isst man meist in abgetrennten kleinen Räumen. Der große Esssaal, wo man im Westen hingeht, um zu sehen und um selbst gesehen zu werden, ist kein japanisches Konzept. Der Tintenfisch wird hier so frisch serviert, dass er noch zu leben scheint. Ursprünglich war auch Tokio ein kleines Fischerdorf namens Edo. Erst im 15. Jahrhundert nahm es langsam seinen Aufschwung. Heute bildet Tokio zusammen mit Yokohama die größte Agglomeration der Welt. Je nach Zählmethode leben hier zwischen 35 und 39 Millionen Menschen. Es erstaunt also nicht, dass der Tokioter Fischmarkt der größte der Welt ist. Jeden Morgen um 3 Uhr in der Früh werden hier gefrorene Thunfische aus aller Welt ausgeladen. Am begehrtesten von allen Thunfischarten ist der rote Thunfisch, auch Blauflossen-Thunfisch genannt. Die größten Exemplare sind 350 und mehr Kilo schwer. Während Spanien die meisten roten Thunfische fängt, werden 80% der roten Thunfische in Japan gegessen. Doch der rote Thunfisch ist massiv überfischt und steht auf der Liste der bedrohten Tierarten. Nur noch 6% seiner ursprünglichen Bestände sollen in Mittelmeer und Atlantik übrig sein.
Mit der zunehmenden Seltenheit sind die Preise für Thunfisch stark angestiegen. Bis zu 1.000 Franken werden für ein Kilo des allerbesten Thunfisches bezahlt. Zunehmend kommen auch die Chinesen auf den Geschmack und liefern sich mit den Japanern Bietgefechte um die besten Fische. Die zunehmende weltweite Verbreitung von Sushi und Sashimi, rohem Fisch mit oder ohne Reisbett, hatte dafür gesorgt, dass die frühmorgendliche Thunfischauktion zu einer Touristenattraktion geworden ist. Zum großen Ärger der Händler. Seit dem Reaktorunglück von Fukushima ist es allerdings merklich ruhiger geworden. Auch sonst bietet der gigantische Fischmarkt von Tokio pittoreske Bilder zuhauf. Allerdings bleibt der Thunfisch mit Abstand der wichtigste Fisch. Da können sich die Tintenfische noch so rot verfärben. Die weltweite Nachfrage nach Sushi und Sashimi führt nicht nur zu einer Verknappung von Fisch. Auch Sushi-Köche gibt es nicht genug. An der Tokyo Sushi Academy kann man sich zu einem solchen ausbilden lassen. Und die Schule kann sich vor Anfragen kaum retten. Der Wirtschaft in Japan geht es nicht so gut. Deshalb gibt es immer mehr junge Leute, die ihr eigenes Geschäft eröffnen müssen, um Arbeit zu haben. Wir haben Anfragen sowohl von Einzelpersonen als auch von Unternehmen. Sushi-Köche werden weltweit gesucht, nicht nur in Japan. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in Japan suchen immer mehr junge Japaner ihr Glück neuerdings sogar im Ausland. Hier bei uns lernen die Studenten wirklich von Grund auf, wie man den Fisch präparieren muss, um Sushi und Sashimi richtig zuzubereiten. Die Zubereitung der kleinen Beilagen lehren wir auch. Man muss eine ziemlich breite Palette von Fähigkeiten besitzen, um ein Sushi-Restaurant führen zu können. Der Meister zeigt den Schülern, wie man einen Red Snapper perfekt aufschneidet. Was Sie bei uns erlernen, kann Ihnen ein Leben lang nützlich sein. Sie erwerben neue Fähigkeiten, mit denen Sie ein besseres Salär aushandeln können. Der Einjahreskurs kostet 12.000 Euro, der zweimonatige Intensivkurs 7.000 Euro. 9 von 10 Absolventen der Sushi-Akademie wollen nach Absolvierung des Kurses ins Ausland gehen. Dort lässt sich als Japaner viel schneller und leichter Karriere machen als im gestrengen Heimatland, wo angehende Sushi-Köche erst einmal jahrelang den Restaurantboden schrubben müssen, bevor sie den Fisch schneiden dürfen. 10 Jahre dauert die Ausbildung zum Sushi-Koch traditionellerweise. Zurück auf dem Fischmarkt. Um 8 Uhr früh treffen wir Yoshikatsu Jiro. Zusammen mit seinem Vater Ono führt Yoshikatsu das für viele Gourmets beste Sushi-Lokal Tokios. Wie schon sein Vater lässt er es sich nicht nehmen, jeden Morgen auf dem Fischmarkt nach den besten Fischen und anderen Meeresprodukten zu suchen. Je nach Jahreszeit kommen ganz verschiedene Fische auf den Markt. Nachdem die Umsätze im Gefolge des Reaktorunglücks von Fukushima erst rückläufig waren, erholen sie sich wieder. Wir gehen immer auf den Fischmarkt in Tsuchiki. Hier verfügen wir über langjährige Geschäftsbeziehungen. Die Händler wissen also ganz genau, was wir suchen. Sie legen immer schon die allerbesten Stücke beiseite, je nach Art und Saison. Für uns gibt es deswegen keinen besseren Ort. Seit dem Reaktorunglück sind auch die Preise auf dem Fischmarkt zurückgegangen und die Japaner sind wieder unter sich beim Kampf um die besten Fische. Nachdem Yoshikatsu für den Tag eingekauft hat,
macht er sich auf in sein nahegelegenes Sushi-Restaurant, das er gemeinsam mit seinem Vater führt. Wie die meisten der Top-Sushi-Restaurants befindet sich das Sukiyabashi Jiro-Restaurant in Tokios prestigeträchtigem Ginza-Quartier. Im Untergeschoss eines Bürohochhauses befindet sich das fensterlose und äußerst unauffällige Lokal. Vater Ono Jiro wartet schon auf seinen Sohn. Niemand würde hier ein Drei-Sterne-Restaurant vermuten. Auf der ganzen Welt gibt es nur 80. Doch damit nicht genug. Ono Jiro ist mit Jahrgang 1925 der weltältester Drei-Sterne-Koch. Obwohl ich jetzt 85 Jahre alt bin, glaube ich immer noch etwas vor mir zu haben. Es gibt immer noch etwas Neues zu lernen und zu erreichen, etwas noch Besseres. Das treibt mich jeden Tag an. Ich habe mich schon immer für die japanische Küche interessiert. Zuerst war ich Lehrling in einem Restaurant, aber meine Liebe galt immer dem Sushi. 1951, nicht lange nach dem Krieg, kam ich nach Tokio. Ich begann ganz unten und habe mich nach oben gearbeitet. Jeden Tag treibt mich die Frage um, was ist das perfekte Sushi? Und mit dieser Fragestellung und Haltung mache ich jeden Tag Sushi. Aber es ist wirklich am Kunden, ob es Japaner oder Ausländer sind, diese Frage zu beantworten. Wenn man es anschaut, dann ist es einfach ein Sushi. Und jedes Sushi sieht vielleicht gleich aus. Aber wir versuchen, die Sushi so zuzubereiten, dass sie jedes Mal ein klein wenig besser werden. Jeden Tag versuchen wir, dass die Sushi besser munden als am Tag vorher. Aber wie mein Vater schon sagte, das Urteil obliegt dem Kunden. Unser Job ist es, das Sushi so zu machen, dass es jeden Tag besser wird. Neben den allerbesten Zutaten sind es die vielen kleinen Details, die Tricks und Kniffe, die Jiro-Sans Restaurant zu einem der besten Sushi-Restaurants machen. Es ist die typisch japanische, fast schon fanatisch anmutende Suche nach Perfektion, die sich mit dem Erreichten nie zufrieden gibt. Der ganze Morgen gilt der Vorbereitung von Fischen, Reis und Örtlichkeit. Trotz seiner 85 Jahre wacht der Meister selbst noch immer über allem. Auch über seinen Sohn. Nichts wird dem Zufall überlassen. Und keinesfalls darf es irgendwo nach Fisch riechen. Diese Garnelen werden die Großmutter der Shrimps genannt. Im Westen kennt man sie nicht. Und auch in Japan sind sie nur zu bestimmten Jahreszeiten erhältlich. Sie werden mit einer süßen Sojasauce bestrichen. Sushi wird immer unmittelbar vor dem Verzehr zubereitet. À la minute sozusagen oder just in time. Ganz wichtig beim Sushi sind Reis und Essig. Wir verwenden einen ganz speziellen Essig. Auch das Verhältnis zwischen Fisch und Reis muss genau passen. Es gibt Fisch, der eignet sich für Sashimi, aber nicht für Sushi und umgekehrt. Bei uns nehmen wir nur so viel Fisch, dass er sich aufgrund der Kombination mit dem Reis wirklich entfalten kann. Der Fisch ist immer anders, aber der Reis ist immer derselbe. Deshalb muss man den Fisch entsprechend aussuchen. Das ist sehr wichtig. Auch wenn es guter Reis ist, wird es nicht unbedingt ein guter Sushi-Reis. Die Temperatur zum Kochen des Reises ist sehr wichtig. Und auch die Körpertemperatur des Sushi-Koches ist wichtig. Auch die Größe des Sushi muss ganz genau stimmen. Wir essen das Sushi eigentlich mit der Hand.
Es ist wichtig, das ganze Sushi in einem Bissen zu verzehren. Ausländer beißen häufig ab, wir tun das nicht. Diesen seltenen Fisch servieren die Gyros nicht mit Reis, weil sie meinen, das passe nicht. Dafür dämpfen sie ihn schonend während mehrerer Stunden. Die Garnelen erwärmen wir etwas mehr, damit der Geschmack besser zur Geltung kommt. Man sollte sie deswegen zuerst essen, wenn man sie als Teil einer großen Platte serviert bekommt. Ich mag eigentlich jede Küche, solange das Essen gut schmeckt. Also ich mag Sushi am liebsten. Doch die Welt der Meere hält noch andere, exotischere Delikatessen bereit, die im Westen kaum jemand kennt. Den Fugu, den giftigen Kugelfisch zum Beispiel. Etwa 100 Arten gibt es weltweit. In Japan gelten die potenziell tödlichen Fische als Delikatesse. 35.000, zumeist professionelle Einkäufer, kommen täglich nach Tsukiji auf den größten Fischmarkt der Welt. Der weitaus größte Teil der Meerestiere geht an Hotels und Restaurants. Wer in Japan Kugelfische verkauft, braucht eine Lizenz. Aber auch wer Fugus kaufen will, muss eine haben. Rikizo Okamoto besitzt ein Fugu-Restaurant und natürlich auch eine Lizenz. Er sucht hier nicht die in letzter Zeit immer populäreren, ungiftigen Zuchtfugus, die man an ihren kürzeren Flossen erkennt. Ihn interessieren auch die Wildfänge verschiedener kleinerer Fugu-Arten nicht, die alle in den Gewässern rund um Japan gefangen werden. Der wahre Kenner hält nur nach einem Ausschau. Nach möglichst frischen, giftigen Naturfugus. Und zwar nach Tora-Fugus, nach Tigerkugelfischen, dem Kobe-Beef der Fugu-Küche. Ein einziges Exemplar dieser Spezies, die ausschließlich im japanischen Meer lebt, kann gut und gerne 100 Euro kosten. Eines der historischen Zentren von Tokio, rund um den Asakusa-Tempel. Hier befinden sich die meisten Natur-Fugu-Restaurants. Über 3000 solche auf Fugus spezialisierte Restaurants gibt es heute in Tokio. Von außen sind sie leicht erkennbar. Eines davon ist das Lokal von Rikizo Okamoto, wo auch schon mal Ministerpräsidenten einkehren. Urosai heißt es, zum reinen Fisch. Auch für die Zubereitung von Fugu braucht man eine Lizenz. Das Gift im Fugu, Tetrodotoxin, ist nämlich 1000-mal wirksamer als Cyanid. Und ein Gegengift gibt es nicht. Das Gift lähmt, lässt seine Opfer aber bei vollem Bewusstsein. Die richtige Zubereitung ist entscheidend. Haut und Innereien des Fisches sind giftig. Das giftfreie Muskelfleisch darf nicht kontaminiert werden. Das Gift findet sich hochkonzentriert in den Eingeweiden, insbesondere in der Leber und den Eierstöcken. Eine Spezialentsorgung ist notwendig. Ein routinierter Fugu-Koch wie Okamoto-san braucht etwa 10 Minuten, bis er einen Tora-Fugu fein säuberlich ausgenommen hat. Am häufigsten wird der Fisch in feine Scheiben geschnitten und roh als Sashimi gegessen. Der Eigengeschmack des Kugelfisches allerdings ist unspektakulär und eher fad. Im Restaurant Uosai will man den Gästen ausschließlich den in freier Wildbahn gefangenen Wildfugu servieren. In geringen Dosen löst das Fugu-Gift Taubheitsgefühle im Mund aus und wirkt berauschend. Doch dass gewisse Gäste darauf aus sein könnten, das Gift in ganz kleinen Mengen spüren zu wollen, davon will man hier nichts wissen.
Was wir hier servieren, ist 100% giftfrei. Wenn wir dieses Gesetz brechen, dann sind wir ruiniert. Ein richtiges Fugu-Menü besteht aus mindestens 6 Gängen. Das Nonplusultra der Feinschmeckerei genießt man in Japan vor allem dann, wenn man etwas zu feiern hat. Heutzutage kann man das auch ohne Bedenken tun. Die Gefahr, sich im Restaurant an einem Fugu zu vergiften, ist dank der hohen Anforderungen an die Köche praktisch gleich null. Vor 50 Jahren starben in Japan jährlich noch über 100 Menschen an einer Fugu-Vergiftung. Heute sind es gerade noch 3 Personen jährlich. Alles Opfer nicht lizenzierter Hobby- und Freizeitköche. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe schon als Kind Fugu gegessen und es hat mir immer extrem gut geschmeckt. Naturfugu bleibt in Japan begehrt, trotz Erdbeben, Tsunami und Nuklearunfall. Rigizo Okamoto wird die Arbeit nicht ausgehen. Und auch in Zukunft wird es wohl anstrengend bleiben. Die Gäste werden wiederkommen, um die tödliche Delikatesse zu genießen. Auch wenn das kulinarische Vergnügen mit mindestens 150 Euro pro Person nicht gerade billig ist. Der kulinarische Standard ist in Tokio besonders hoch. In keiner Stadt auf der Welt gibt es mehr Restaurants mit Michelin-Sternen als in Tokio. Dabei sind die Japaner sehr daran interessiert, fremde Küchen auszuprobieren. Und auch die internationalen Fastfood-Ketten sind im Stadtbild nicht zu übersehen. Besonders beliebt ist die italienische Küche, die in Japan ganz allgemein auf hohem Niveau angeboten wird. Hamburger sind auch in einer japanischen Variante erhältlich. Japans Mos-Burger etwa schmecken vielen besser als das amerikanische Original. Selbstverständlich dürfen auch Show-Elemente nicht fehlen. Besonders bei ausländischen Gästen beliebt ist diese scheinbar urjapanische, tatsächlich aber eher touristische Version eines Landgasthofes mitten in Tokios Vergnügungsviertel Roppongi. Und es gibt kaum einen Hollywood-Star, der noch nie hier gegessen hat. Ganz allgemein können Sie in Tokio auf allerhöchstem Niveau essen. Und das gilt nicht nur für japanisches Essen, sondern ganz allgemein. Die Japaner sind sehr neugierig und begierig darauf, andere kulinarische Erfahrungen zu machen. Im geografischen Zentrum des politischen und wirtschaftlichen Machtgefüges der Stadt Tokio befindet sich das traditionelle Restaurant Genyadana Hamadaya. Allerdings umschreibt der Begriff Restaurant nur ungenau, was hier in einem ehemaligen Geisha-Wohnhaus angeboten wird. Örtlichkeiten wie unsere nutzen die Kunden in erster Linie für Meetings und für politische Diskussionen. Das Essen bildet dann einfach einen Teil des Treffens. Dabei genießen sie auch die Atmosphäre des Ortes und die Dekorationen, etwa unsere Blumenarrangements. Manchmal kommen auch Geishas, um die Gäste zu unterhalten. Unser Restaurant gehört zur Kategorie des Ryotai. Gegessen wird immer in privaten Räumen. Und man begegnet den anderen Gästen nicht. Früher konnte man nur mit einer Empfehlung Kunde werden.
Heute sind wir für alle Kunden zugänglich. Das Essen, das wir hier servieren, nennen wir Kaiseki. Die Kaiseki-Küche ist sozusagen Haute Cuisine auf Japanisch. Unter Kaiseki-Menüs versteht man eine Abfolge meist kleinerer, ganz frisch zubereiteter Speisen, wobei auf die Saisonalität der Lebensmittel besonderen Wert gelegt wird. Kaiseki ist eine Kunstform. Besonders wichtig ist, dass immer ein Gleichgewicht von Geschmäckern, Farben, Beschaffenheit und Konsistenz der Speisen erreicht wird. Die Anordnung auf jedem einzelnen Teller muss hohen ästhetischen Ansprüchen genügen und die gerade herrschende Jahreszeit zum Ausdruck bringen. "2007 haben wir unsere ersten Michelin-Sterne erhalten. Das kam aus heiterem Himmel und war völlig unerwartet für uns. Vor allem, weil das Essen bei uns gar nicht so im Vordergrund stand. Unsere Kundschaft kam in erster Linie wegen der Treffen selbst zu uns. Mittlerweile kommen immer mehr Kunden wegen des Essens zu uns. Und darum stehen wir wegen des Essens noch mehr in der Pflicht. Seit wir die Michelin-Sterne haben, kommen auch mehr Gäste aus dem Ausland. Sie interessieren sich auch für unsere Kultur und die Inneneinrichtung. Das ist erfreulich. Es ist dabei selbstverständlich, dass jeder Gast eingehend von der Besitzerin des Lokals begrüßt wird. Heute stellt sie ihre Tochter vor, die dereinst das Haus übernehmen wird. Ein Kaiseki-Menü beinhaltet zwingend immer auch einen Sashimi-Gang. Roher Fisch bleibt das Herzstück der japanischen Küche. Wir sind Michelin sehr dankbar. Mit den Sternen wird unser Erfolg nach außen sichtbar und zu einer Verpflichtung für die nächste Generation. Damit bleiben wir offen für Neues und für Veränderungen. Das verbinden wir dann mit unserer Tradition. Michelin öffnet uns ein Fenster, um mit der Welt zu kommunizieren. Am spektakulären Hauptgang wird dank der farbigen Blätter sichtbar, dass es Herbst ist in Japan. Entscheidend ist, dass alle Zutaten aus der Nähe des Ortes kommen, wo sie gegessen werden. Ein Kaiseki-Menü zieht sich über mehrere Stunden hin. Außerhalb Japans ist es nur an ganz wenigen Orten erhältlich. Denn die Kaiseki-Küche lässt sich nur bedingt internationalisieren. Allenfalls lässt sie sich regional und saisonal neu interpretieren. In unserer globalisierten Welt ist es beinahe schon selbstverständlich, jederzeit alles überall essen zu können. Umso mehr bleibt eine kulinarische Reise nach Japan nicht nur ein lohnenswertes, sondern auch ein einzigartiges Erlebnis. Sie sahen das perfekte Sushi. Die DVD Die japanische Küche mit zwei Filmen ist erhältlich bei NZZ Format.